Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. So, ich hatte jetzt schon mal eine halbe Stunde vorab gespielt. Nein, keine halbe Stunde. Ich glaube, gefühlt war es eine halbe Stunde, aber das war es leider nicht. So, ich habe letztes Mal ja gefragt, was soll ich hier machen noch? Also, da hinten mit der Verteidigung. Da ich jetzt rund um die Uhr... Scheiße. Ich habe mich ausgeschlossen. Ja, ich bin letzte Nacht hier runtergefallen. Und wurde währenddessen von 3, 4 Kannibalen angegriffen. Ne, 4 waren es. 4. Und die sind auch alle durch meine Verteidigung gekommen. Also man sollte schon eine feste Mauer bauen. Und die haben hier auch wieder... Auf der anderen Seite ist da noch mehr von. Die stellen hier Totems auf. Ach, scheiße. Keine Ahnung, die markieren mich. Und die Angriffe werden echt häufig. Also, man kommt ja echt, aber keine Ruhe mehr. Und ich habe mich selbst ausgeschlossen. Scheiße. Einmal außen rumlaufen. Geregnet hat es auch schon seit Tagen nicht mehr. Meine ganzen kleinen Schildkröten-Wasserspeicher sind leer. Ich glaube, 4 Stück habe ich. Alle leer. So. Und wie gesagt, oben werden wir angegriffen, unten werden wir angegriffen. Das ist gehüpfig gesprungen. Darum, wie gesagt, unten kommt jetzt da noch mein nächstes Projekt, die nächste Mauer. Du hast mich nicht gesehen. Zack. Wunderbar. Ja, ich brauche nämlich wieder hier von dem Varan. Das, die Haut brauchen wir auch wieder. Weil, wie ihr seht, habe ich die Hälfte meiner Rüstung verloren. Ich habe immer Varan-Leder, sage ich mal. Doch, wir haben unten vielleicht noch was hängen. Das kann sein. Warte mal, hier hat die. Die nehme ich nochmal mit. Alles leer, kein Regen. Ah ja, und die Leichen haben sich dann doch aufgelöst. Ich habe zwar gespeichert, ne, aber beim letzten Mal habe dann ja ein paar Tage nicht gespielt und ja, geladen und waren leider weg. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich das ganze, die ganzen Knochen hinpacken sollte. Ach ja, apropos Knochen, können wir noch welche in die Kiste packen? Kriege ich hier nur Knochen hinterhergeworfen. Jetzt habe ich auch keine mehr. Wunderbar. Na, ich dachte, ich habe schon wieder einen gehört. Habe ich aber nicht. Ja, ich... Na, da ist... Na, Varan, ich hole dich gleich. So, ich dachte mir, ich habe ja schon ein paar Bäume gehackt. Einfach mal liegen lassen. Wieder 2, 3 Bäume gehackt und schon kam dann wieder eine Fuhre Kannibalen. Ich wollte das hier so... Da steht schon wieder einer. Hat mich nicht gesehen. Hier so absch... Also von da... Upsala. Verteidigung. War das wieder da? Also von hier dann geradezu bis zu dieser anderen Felskante. Dann sind wir ja schon gut dabei. Toll. Machen wir es außenrum. Das ist ein Mammutprojekt, glaube ich. Mehr geht nicht. Du hast mich nicht gesehen. Oh, Alter. Ich bin hier gerade am Langziehen. Weißt du was? Komm. Ich ab da. Ich spiel mit dir. Komm. Headshot.
Bleib liegen. Dass ich den echt mal im Kopf treffe, das ist ein Wunder. Ah, Laub brauchen wir auch wieder. Nochmal. Dass wir auch diese Sachen hier nicht wegkloppen können, das nervt. Also das habe ich ja schon mal versucht, vor unserer anderen Mauer. Oder ich muss weiter... Weiter von hier. Versuchen wir das. Mal auswählen. Mal schneller laufen, bevor der nächste Kannibale kommt. Hier ist ein Baum. Hier geht's wieder nicht. Machen wir durch. Okay, geht. Hier geht's wieder nicht. Hier geht's wieder nicht. Zack. Na gut, hier mache ich dann ein, zwei zu. Jawohl, 177. Aber wenn die Mauer steht, dann haben wir Ruhe. Aber bleib ruhig liegen. Störs keinen. Also wenn die Mauer fertig ist, dann haben wir Ruhe. Ups, das ist was anderes. Es ist echt zurzeit ein bisschen anstrengend. Wir vergucken. Also wir hatten ja keinen Baum gefällt und schon einen getötet. Aber der hat uns wahrscheinlich von unten schon gesehen. Was ist mein Magen? Habe ich was für unterwegs mitgenommen? Hau rein. Ihn juckt. Ich hasse das. Ich werde schon paranoid. Ich höre schon Geräusche und naja. Ein. Und gleich den nächsten. Ab und zu umdrehen. Wie gesagt, so eine Kombination mit Mauer und Fallen, das bringt nichts. Wie ich gestern Nacht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich habe dann nur mitgekriegt, dass sie schon in der Basis waren. Also von vieren hat es nur einen erwischt bei einer Falle. Und die anderen beiden Fallen... Oh. Flugholz. Oh, einen noch und dann werden wir mal anfangen, da außen... was hinzulegen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, mit dem Wägelchen das einzusammeln. Er hat schon wieder gleich Durst, ey. Können wir gleich wieder nach vorne laufen? Und ich habe schon bei der Plattform, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, 80 damals oder so. Da habe ich ja auch schon geflucht, aber na gut, das muss ich ja nicht alles auf einmal machen. Zeit, jetzt ein Langzeitprojekt. Hier hat niemand vor, eine Mauer zu bauen. Ah doch, ich glaube, wenn ich da jedes Mal hin und her laufe. Ups, Entschuldigung, gegen Mikro gekommen. Na doch, ich glaube, wenn wir das jedes Mal hin und her laufen, das geht doch schon auf die Ausdauer. Aber gehen wir erstmal was trinken. Und schon mal hier unseren...
unseren Kochtopf raus. Oh? Hallo? Wo kommst du denn her? Du stehst ja quasi in der Luft. Ach, ich dachte, es war auch tot. Schade. Totes Kaninchen wäre gut. Also schmeißt man das Feuer nicht umsonst an. Ist das Kaninchen? Ich dachte mir gerade so, wenn es schon hier auf dem Weg liegt, aber... Fallen aufstellen ist auch sehr wichtig zurzeit. Na, dann hätten wir doch erst den Varan töten sollen und dann hier den komischen Lump. Oh, Feuer ausgegangen. Danke. Warum krieg ich nicht mal an? Hallo. Jetzt. Upsala. Nein. Ich will das Bein nicht essen. Scheiße. Ich will das doch. Ah, nicht schon wieder das. Wie kriege ich das Bein da wieder weg? Nein, lassen wir es einfach auf dem Feuer. Achso, und der wie das Wägelchen, das wollen wir auch nochmal mitnehmen. Ich habe jetzt auch gesehen, ich weiß nicht, ob das Feuer war oder ob man das irgendwie freischalten muss. Wir können jetzt, ja, Totems bauen. Quasi mit Gliedmaßen von den netten Kannibalen. Die netten Kannibalen von nebenan. Ach, schade. Kaninchen, bleib stehen. Verdammt, komm da runter. Einfach in den Stein laufen. Das ist ja ein Benehmen von so einem... Ach, roll da mal hin. Keine Lust, sich da hinzutragen. Hier ist der Stein. Ja, das Leben eines Holzfällers ist schon recht gefährlich. Aber seit ein paar Minuten kam ja kein Kannibale mehr vorbei. Da bin ich guter Dinge, dass vielleicht erstmal keiner vorbeikommt und wir ein paar Bäume fällen können. Laub können wir auch mal gebrauchen. Und das Schöne ist, dass wir ein abgeschnittenes Gebiet haben, wo wir dann immer schön Holz fällen können, ohne dass uns ein Kannibale auf den Sack geht. Das finde ich hübsch hier. Komm her, dich nehmen wir auch mit. Nein. Leg das wieder hin. Leg das wieder hin. Oh, schon wieder der Varan. Immer sehe ich den, wenn ich irgendwas in der Hand habe. Ah, hab dich. Verdammt, könnt schon gleich wieder essen. Das Schlimme ist, im Echt kriege ich auch Hunger. Ah, vielleicht kriegen wir noch eine Fuhre voll. Das ist doch schön. Ah, das ist nicht schön. Hey, Kannibalen Joe. Stillhalten, stillhalten.
Ach, hallo. Oh, wieder Kopf. So, auf eure Leichen habe ich jetzt überhaupt kein Interesse. Weil das Problem, was ich jetzt wieder habe, ist, dadurch, dass sie mir die ganze Rüstung weghauen, immer. Was fehlt denn da ein? Richtig. Stoff. Das heißt, ich glaube, am nächsten Tag muss ich mir mal irgendein Lager angucken. Ich überlege gerade, das, was hier hinten war. Da glaube ich, das war jetzt nicht so mit Stoff gut. Ach, ich könnte euch gleich mal was zeigen. Wartet mal. Das mache ich auch mal schnell. Denn. Wenn wir hier runtergehen, haben wir da einen Varan. Das ist schon mal nett. Bist du? Da. Das war Pfeil. Habe ich nicht noch einen trockenen oder ausgetrockneten? Oh, oh. Ah. Müssen wir uns den gleich machen. Nehmen wir das Kaninchen auch nochmal mit. Speer. Wird schon wieder dunkel? Nee. Von unten sah es doch voll mehr aus. Nee, ist echt nur das Ding. Kaputt. Ah ja, ich habe keinen Platz für Stöcker, Mist. Hier waren doch Totems. Definitiv. Also mehrere. Ich esse erstmal was. Ja, komisch. Wieso? Ah, das Bein ist weg. Fantastisch. Hängen wir mal wieder was auf hier. Haben wir Platz für Neues. Scheiße, dann ist schon wieder das Bein. Oh, ich will nicht das Bein essen. Oh nein! Jetzt ist das alles weg. Och, Mann! Ja gut, hier brauchen wir das Lagerfeuer eh nicht. Jetzt habe ich kein Fleisch mehr dabei, ne? Boah. Fuck, ey. Essen erstmal mit Dollarschein. Schmeckt es dann bestimmt besser. Oh, hier ist ja schon alles braun. Sollte mal was von hier essen, ne? Ja, die Sonne geht echt schon wieder unter. Das ist. Ich habe auch das Gefühl, es geht immer schneller. Ach, hast du Glück. Renn nach deiner Mama. Wiegelchen. Ach so. Ich dachte gerade, das wäre ein Baumstamm. Ja, Knochen haben wir echt langsam genug. Mal da hinten hin. So. Liegt ja auch noch ein bisschen Holz. Also, weil es dunkel ist, mache ich, glaube ich, mal ein paar Pfeile.
Damit ich endlich mal wieder hier, Nö. Ich will doch bauen. Gib mir noch mal einen Tag Ruhe. Ich höre sie doch schon wieder. Ich weiß bloß nicht, wie sie jetzt an mir vorbeigekommen sind. Was hört das nämlich gerade so an, als ob sie eine Falle ausgelöst haben? Hier ist auch noch Holz. Bringen wir das da hin? Ich glaube, ein Tor mache ich auch nur eins, und zwar da, wo ein Weg ist. Da baue ich dann ein Türmchen hin. Ein Tür. So, das stört. Ich muss ich leider kaputt hauen. Tut mir leid. Aber einen Baum mitten in meiner Mauer kann ich nicht gebrauchen. Tada. Ja, noch 147. Ja, einer hängt. Machen wir Licht an. Mund halten, bitte. Gibt ihr nur Kopfschmerzen mit euch? Alle neu legen. Wo kamen die jetzt her? Kamen die jetzt von oben her? Madame, von wo kommt sie denn her? Wissen das? Die ist kalt. Ach. Warten wir uns mal eine Frau. Zu essen aber nichts dabei. Dann kriegt er wieder langsam Hunger. Gönnen wir uns nochmal so ein Stückchen Fleisch. Und holen uns nochmal Wasser. Ich hoffe, wenn die andere Mauer da dicht ist, dass es dann echt weniger wird. Mit den Kannibalen. Oder was mich auch interessieren würde, wie gesagt, ob man... Ja, ob man die Stämme, die es gibt, quasi irgendwie ausrotten kann. Oh, wir waren ja schon bei so einem Stamm. Und wir konnten da ja nichts ausrotten. Höhle haben wir vielleicht... gekillt, aber in der Höhle, ja. Ob sich das irgendwie bemerkbar macht, wenn man irgendwie Leute killt, auf Jagd geht, in die Höhle. Ja. Von wo? Wo seid ihr? Ich sehe niemanden. Hier hinten eine Falle ausgelöst? Sieht nicht so aus.
Weil wie gesagt, es gibt welche, die lösen die Falle aus, aber laufen nicht in die Falle rein. Die hüpfen dann zurück und dann können die quasi so dran vorbei oder klettern irgendwie rüber, keine Ahnung. Gibt schon schlaue Kannibalen. Das Trinken müsste auch fertig sein. So. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal einen Tag Holz fällen und dann schauen wir uns noch mal ein Lager an, würde ich sagen. Ah doch, die Falle hat es da zerlegt. Die ist runtergefallen. Aber da wieder ein Kannibalen erwischt haben. Feuer ist ja noch an. Jetzt wird mir gleich kalt sein. Ah, hier ist auch ausgelöst. Ach ja, und Pfeile wollte ich bauen. Oh ja. Vielleicht zwei. Mensch. Komm mal her, meine Herren. Was wir nicht alles hier so finden. Ja, ich werde mal einen Tag Holz hacken und dann mal gucken, was wir dann machen. Und ja, wenn ihr noch Ideen habt, was wir unternehmen können, dann schreibt sie in die Kommentare. Wenn ich. Ich möchte mal gerne das Video beenden. Wenn ihr immer dazwischen kommt, dann. Ach, einer mit der Taschenlampe fummelt da auch hinten rum. Ja, du kannst nach Hause gehen. Hey. Bleib doch mal stehen, so kann ich dich nicht töten. Wo bist du? Oh, ich habe kein Licht, ich sehe nichts. Wie sieht die Taschenlampe aus? Nee, nicht getroffen. Liegt. Gut. Warum ist die Taschenlampe aus? Ich habe eine Taschenlampe. Warum ist die aus? Wo ist der Kannibale mit der Taschenlampe hin? Ja, also wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, was wir noch bauen können, ab in die Kommentare. Oder wenn ich mal, ja. Ne, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich noch bauen kann zur Verteidigung, was vielleicht gut wäre zur Verteidigung zu bauen. Ach, komm jetzt. Ab in die Kommentare und ja, wenn es euch gefallen hat, ein bisschen Holz hacken mit dem Heinrich. Ja, dann lasst ein Abo da. Ich hack auch häufiger Holz, kommt vor. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.